Hallo Leute und willkommen zurück zu unserem nächsten Teil der Folge 34. Ja, und bei mir ist wieder der Lord Atracum. Hallo. Hi. Und natürlich der Five. Hallo. Moinsen. Jawohl. Und wir wollen jetzt, ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, ich bin ja aufgestiegen zum Lord. Ja, genau, zum Lord. Nun nicht Lord of Darkness. Und jetzt soll ich mit Darth Thanaton sprechen. Na, ja, und das wollen wir jetzt auch mal tun. Gut, dann gehen wir mal wieder weiter. Und mal sehen, wo wir den Knilch jetzt antreffen. Da bin ich ja auch mal gespannt. Ja. Heiß. So. Ja, Lord Sesh haben wir ja jetzt vernichtet und getötet. Naja, nicht ganz, ne? Na gut, ja. Ja. Sie ist nun in Kemval, also in diesem anderen Begleiter von mir, so ein bisschen gebunden. Quasi. Ja. Und wenn wir sie ärgern würden wollen, dann müsste sie jetzt mit uns laufen. Naja. So, mal gucken, wo wir jetzt hinfliegen müssen. Wir sind startklar. Ah, wir müssen jetzt zum Gleiter im Car City Expansionsdistrikt. Da müssen wir jetzt hin. Ja, zumindest wird es mir dort angezeigt, dass ich da jetzt hin. Genau, soll. Das ist der nächste Punkt. Ja. Genau. Jawohl, so. Da fliegen wir jetzt auch mal hin, ja, weil hier seid ihr ja schon sehr gut. Gut, supi. Ja, ich glaube, ich sollte mich mal hier mit dem Robi beschäftigen. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ja, einmal bitte reparieren und dann mal gucken. Was ist diese stehlende Allianzflagge? Was ist denn das? Stehende Allianz. Das ist Dekoration für deine Festung. Ah, okay. Die kannst du benutzen oder verkaufen. Danach kannst du sie in deiner Festung aufstellen. Ah, okay. Na, dann fahren wir mal. So. Ich glaube, hier greifen sie doch uns gleich wieder an, ne? War das ja, nicht so? Auf dem Weg hier können wir auch gleich einen Datacron holen. Oh ja, das wäre gut. Ja, das wäre gut. Das wäre gut. Das machen wir auch mal. I follow you. Ja, ja, ist ja gut hier. Die wollen was von uns. Ja. Aber so ein bisschen Schaden machen sie schon bei dir, die Viecher. Ja, ich bin ja auch nur auf Stufe 18 runterskaliert, ne? Ja, ich war auch. Ja. Aber wenn man sie ignoriert, dann geben sie auch irgendwann mal, glaube ich, auf, ja. Wenn man schnell genug wegkommt, ja. Ja. So, dann müssen wir einmal hier hoch. Aha. Ich komme da nicht hoch, oder? Du musst es direkt hier an der Kante versuchen. Ah, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich mach's mal, weil nicht, ob es ohne Begleiter besser ist. Hier. So, ne. Ah, schaffe ich irgendwie nicht. Das geht nicht. Wie hast du das geschafft? Ich versuch's ja, aber. Hier. Ja. Ich versuch's, aber siehst ja, geht nicht. Ich komm nicht hoch. Ja. Mal mit Anlauf oder. Nee. Kannst du vergessen. Tut mir leid, ich schaff das nicht. Nee. Dann versuch's mit dem Gleiter, weil damit geht's auf jeden Fall einfacher. Nee. Und genau in diese Ecke hier reinspringen. Ja, aber du hast doch gesehen, ich schaffe entweder, ich weiß es nicht warum, aber irgendwie schaffe ich das nicht.
Na los. Nee. Ich komm maledeit nicht hoch. Gibt's nicht einen anderen Weg? Nein. Was? Wir müssen da hoch und dann geht's über die Kisten. Ach so. Ja, aber nicht. Aber zum Datacron? Ja. Ja, okay. Über die Kisten kann man auch? Weiß ich nicht. Also. Ja, stimmt. Oder so. Ah. Nee. Jetzt. Ah, endlich mal. So, und jetzt wo lang? Ah, bin ich jetzt falsch gelaufen? Hier lang. Wo? Ich sehe dich nicht. Hinter dir. Nee. Ach, da. Hast du eine Sichtweite auf 5 Meter beschränkt? Weiß ich nicht. Also manchmal sehe ich hier wenig, jawohl. Also die Kisten, bessere Wahl. Ah ja, ich höre es. So, hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Okay. Ja. Bei dem ersten muss man springen. Okay. Bin ich? Beim zweiten am besten auch. Ach. Oh na, bupp, jetzt hab ich's. So, und jetzt können wir hier, glaube ich, einfach runterjumpen, wa? Genau, am besten in diese Richtung hier. Jawohl. Weil in die Richtung müssen wir jetzt für... Ja, diesen Lord... Um Darth Tarathon zu treffen. Genau. Wir haben ja ein Date mit ihm. Naja, du, nicht wir. Na gut. So... Und warum machen wir hier rein? Oder was macht ihr gerade? Ach so, dann komme ich. Zack, weg. Noch irgendwer, der hier aufmucken möchte? Nein. So. So. Oh, da ist er ja. Nehmt euch ein Zimmer, wir lassen euch da mal alleine, ne? Respekt gegenüber den Vorgesetzten ist das Kennzeichen eines guten Zimmers. Natürlich wäre Sash anderer Meinung. Sie hat in diesem Punkt völlig andere Vorstellungen. Sash hat die Traditionen nie respektiert. Es ist weise, die Vorgesetzten zu respektieren. Zumindest bis man stark genug ist, sie zu töten. Eine kluge Antwort. Ihr seid nicht wie eure Meisterin. Tradition, Prinzipien, Geschichte. Die Grundsteine unserer Gesellschaft. Sash weigerte sich anzuerkennen, dass ein kleiner Riss das gesamte Fundament ruinieren kann. Eure Arbeit war schlampig, sogar dreist. Aber die Nachricht ihrer Ermordung war süß. Ich würde es hassen, euch zu enttäuschen. Ich hoffe, nächstes Mal seid ihr etwas weniger offensichtlich. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir hier, um über euch zu reden, nicht über Sash. Ihr habt bemerkenswerte Fähigkeiten gezeigt. Ich bin zwar ein strengerer Meister als Sash, aber ihr werdet sehen, dass ich gegenüber loyalen Anhängern unserer Traditionen nicht knauserig bin. Dann werde ich mein Bestes geben, euch nicht zu enttäuschen. Wenn das so ist, denke ich, wird unsere Beziehung recht ergiebig. Jetzt will ich sehen, wie ihr arbeitet. Dieses Grab gehörte Darth Andro, einem Sith-Gelehrten und Alchemisten. Ich bin an seinen letzten Schriften interessiert, die mit ihm begraben wurden. Bergt sie für mich. Dann diskutieren wir euren Platz in meiner Machtstruktur. Ah ja. Also gut, dann wollen wir mal. Hallo. Oha.
sehr schön. Ach ja, ein paar Monster sind doch keine Hürden. So. Oh. Ich bin nicht zum Plaudern hier. Ihr werdet sterben, bevor ich die Schriften herausgebe. Seinen Plan dafür? Hör zu, Fleisch meines Fleisches. Ich habe schon bei unserer ersten Begegnung etwas in euch gespürt. Ihr habt eine seltene Anziehungskraft auf Geister. Das ist eine Quelle großer Macht, aber sie hat schon viele Sith vernichtet. Es ist eure einzige Chance gegen Thanaton. Was meint ihr mit Anziehungskraft auf Geister? Spüren euch aus großer Entfernung so wie ich. Und ihr weckt starke Emotionen in ihnen, wie bei diesem Geist. Zu meiner Zeit gab es mystische Bewegungen unter den Sith. Man versuchte, mit den Geistern zu kommunizieren und sich ihre Macht zum Nutzen zu machen. Von einem Sith namens Erdas sagte man, er verzehre Geister so wie euer Dashar Macht. Sein Wissen wurde mit ihm in der Nähe des Tempels der dunklen Seite begraben. Suchen dieses Wissen. Ich verstehe nicht, wie dieses Ritual mich vor Thanaton retten soll. Thanaton will euch tot sehen. Wenn ihr seinen Geist besiegt, erlangt ihr nicht nur die Schriften, sondern auch immense Macht. Ich will euch nicht erneut daran erinnern müssen, dass ihr die letzte Hoffnung unserer Blutlinie. Ihr müsst eure Kräfte steigern, bevor ihr euch Thanaton stellt. Ich werde nicht die Kraft haben, euch erneut zu verteidigen. Ja. So, und jetzt, wieder in den Tempel der dunklen Seite. Zum Grab vom Das Ärgerst. Ich nehme die Schnellreise zu dem Wegpunkt. Okay, können wir auch machen. Schnellreise ist nicht. Außenposten Warden, ne? Na gut, reisen wir da mal hin zum Außenposten Warden. Ja, spart uns so ein bisschen Zeit und Weg, ne? Genau. Ein guter Hinweis. So. Dann folge ich euch mal. So, jetzt müssen wir ja wieder in den Tempel und dann wieder hoch und naja. Aber sollten wir nicht was für diesen Typi da tun? Diesen
bla bla bla. Hast du gerade in dem Gespräch nicht aufgepasst? Ja doch, schon, aber... So, du musst jetzt erstmal an diesem komischen Geist vorbeikommen. Ja. Hm. Ja. Er will ja eigentlich auch noch, der andere Typ will ja die Schriften haben, ne? Ja, gut. Und ich muss ja stärker werden. Hm. Schießen einfach auf uns, sowas. Nein, nur nein. So. Ab in den Tempel. Okay. Können wir hier doch gleich mal so ein paar Leutchen hier heran. Ja, zack. Oh. Jawoll. Immer die Erfahrungspunkte mitnehmen, die man kriegen kann. So. Haha. Sturmsoldat. Na. So, jetzt soll ich, glaube ich, hier hin, ne? Genau, da ist es grün. Bereit? Alles klar, dann bauen wir mal rein. So, oh, wieder diese Viecher. Leute. War bösartige. Ja, ne? So bösartig sind sie ja dann doch nicht. Grabverteidigungsdruide. Geil. So. Oh, nicht schlecht. Tuka-Hüter. Aha. Was kann der denn? Auch nicht viel. Jawoll. Na, kommt her, ihr kleinen fliegenden Viechers. So. Oh. Hm. Jawohl, sehr schön. Oh. Genau. Und jetzt müssen wir, glaube ich, dahin, genau. Hm. Oh, das war stark. Ist ein Geist im Weg und man sagte mir, euer Meister weiß, wie man ihn beseitigt. Man kann einen Geist nicht besiegen. Den Tod kann man nur meiden, aber nicht besiegen. Aber Geister können für eine Weile gebunden werden, um sich ihre Kräfte zu leihen. Ihr müsst eine Verbindung zwischen Leben und Tod knüpfen. Ihr müsst lernen, beide Seiten der Macht zu binden, das Leben und den Tod. Man nennt es den Macht. Ich werde mein Bestes geben, wenn ihr es mich lehrt. Seht die Knochen an, die um euch verstreut liegen.
Nicht alle sind fähig, das Ritual des Machtwandels zu meistern. Aber wenn ihr willens seid, trinkt aus dem Gefäß vor mir. Es ist Gift, aber es wird euch nicht töten. Mhm. Na toll, jetzt muss ich das auch noch trinken da. Gluck, 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 gluck. Hat nicht geschmeckt, so. Habt ihr getrunken? Ja, klar. Das Gift wird schnell wirken. Dann könnt ihr das Ritual des Machtwandels lernen. Und jetzt hat er dich reingelegt, haha. Was? Und du? Aha. Das Ritual besteht aus zwei Teilen. Erst das Befrieden. Einen zornigen Geist kann man nicht binden. Der zweite Teil ist das Binden. Ein williger Geist ist leichter zu binden. Aber wenn man dem Geist seinen Willen lässt, entzieht man ihm weniger Kraft. Ein Pakt kann geschlossen werden, den willigen Geist zu binden, besiegelt mit Blut. Oder das Ritual der Bindung wird ausgeführt. Ihr lernt schnell. Es ist lange her, dass eine so vielversprechende Kreatur mein Grab betreten hat. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin Ergast, Lord der Sith. Ihr habt doch nicht geglaubt, ich würde das Ritual so einfach preisgeben. Das ist der Test. Binde mich und ich lasse euch frei. Ich begleite euch eine Weile und sehe das Imperium noch einmal. Versagt ihr, tötet. Also jetzt muss ich ihn erstmal befrieden, oder wie? Und versucht erst gar nicht einen Handel mit mir zu machen. Ich bin nicht willens. Ich bin euer Sklave. Meine Kräfte gehören euch. Ich bin an euer Leben gebunden und ihr an meinem Tod. Benutzt meine Stärke, um euch gegen Feinde abzuschirmen. Aha. Cool. Jetzt kann ich sogar Geister in mich aufnehmen. Und jetzt müssen wir zurück zu dem Grab wie eben. Ach, na toll. Also wieder Schnellreise am besten. Und wo müssen wir jetzt nochmal hin? Ist bei dir schon bereit? Konfrontiere das Andros Geist. Das war... Wo ist denn das eigentlich? Also entweder wir können mal wieder zu Außenposten warten oder wieder zum Expansionsdistrikt. Ach ja. Expansionsdistrikt, genau. Da müssen wir hin. Da war das, ja. So. Ja, jetzt sind wir dort. Na, jetzt müssen wir wieder in diese Höhle rein. Ja. Oder was das auch immer war. So, ich folge euch. Sowas nennt man auch ein Grab. Naja. Eigentlich normalerweise ein Erdloch. Eigentlich könnte man schon fast sagen, das ist eine Gruft. Ja, ja, ist ja gut. Dass die immer gleich so schießen müssen. Dabei sind wir doch nur friedliche Sith, die hier rumfliegen. Blum. So. GTC, genau, sehr schön. Und schwupp.
Sehr schön. So. Na, die werden wir doch hier gleich mal. Das fürchten wir. Uns anzugreifen hier. Ja. Ja, warte. So. Sehr schön. Und weg. Jawohl. Gut. Und jetzt muss ich gleich dieses Ritual durchführen, denke ich mir mal, ne? Oh. Mit wem kämpft ihr denn da? Ach so. Du hast ja einen stehen lassen. Ach so, okay, gut. So. Feindliche Verstärkungen treffen ein. Auch nicht schlecht. So. Ja, wir sind direkt hinter dir. Genau, keine Ursache. So. Nein, wir sind diese Verstärkung. Ach so. Ah. Aber da stand feindliche. Ein bisschen verwirrend. Hm. Okay. Bumm. Sehr schön. So, der ist weg. Ja. Genau, sehr schön. So, und jetzt muss ich den Geist. Ja. Ich höre euch, Bussen. Gift bezahlte Diener. Die einzige Heilung für Wahnsinn ist Wahnsinn. Was ist geschehen? Was habt ihr mit mir gemacht? Ihr seid nicht mehr. Bringt mir diesen verräterischen Stocken, damit ich ihn aufschlitzen kann. Ich beherrsche den Machtwandel, Geist. Ich nehme eure Kräfte als die meinen. Ihr kriegt mich nicht. Dies ist meine letzte Bastion und ich werde nicht euer Sklave. Dann werde ich euch wohl zwingen, mit mir zu kommen. Verlogener Scharlatan. So, wie war das? Gut gemacht. Mit den Kräften dieses Geistes und des anderen könnt ihr euch vielleicht vor Thanatons Raserei schützen. Nehmt die Schriften von diesem da und zeigt Thanaton, was ihr alles gelernt habt. Oh, klar doch. Ja, die Schriften sind... Hier. Alles nehmen. Wunderbar. So. Dann mal wieder ab zum Sith Allerheiligsten, ne? Ja, glaube, ne? Warte. Ach, Schnellreise. Ah, geht nicht. Dauert noch so ein bisschen, ja. So. Kleiner Tipp, bau das aus. Warum? Dann hast du nicht keine Abklingzeit mehr auf der Schnellreise. Ja, dann kann ich es auch nicht benutzen, oder? Ja, doch. Wie einmal? Dann kannst du ja durchgehend benutzen. Du musst aber nicht mehr warten, bis du es dann erneut benutzen kannst. Wie, indem ich es ins Inventar tue, oder was? Ein Ausbauen. Wie? Hm? In deinem Vermächtnis kannst du die Abklingzeit davon reduzieren. So, Das Allerheiligsten, ja, ich konnte eben gerade, ich wollte es ins Inventar tun und dann war es schon vorbei. Aha, okay. Na. Ja. So.
Na, dann gehen wir mal zu das Tanatron. Jawohl. Ich schätze mal, wir dürfen ihn töten. Wie so oft hier bei den Sith. Habt ihr auch schon mal einen Jedi gespielt? Versteht deine Frage nicht. Ob ihr auch schon mal einen Jedi gespielt habt, auch hier in diesem Spiel. Ich verstehe deine Frage nicht. Was verstehst du denn daran nicht? Schau dir mal meinen Charakter an. Ja, der ist... Ich hab diesen legendären Status. Das bedeutet, dass ich alle Charakterklassen durchgespielt habe. Ach so, das wusste ich nicht. Ah, verstehe. Cool. Und jetzt noch mal, ich verstehe deine Frage nicht, ob ich einen Jedi gespielt habe. Also hast du ihn auch durch, na gut. So, dann wollen wir mal mit ihm sprechen. Ich habe, was gewünscht war. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Als Sesh sich mir widersetzte und Skotia töten ließ, verlangte es die Tradition, dass sie getötet und ihre Machtbasis zerstört wird. Glaubt mir, ich wünschte, ihr wärt in dem Grab geblieben. Es wird mir eine Pein sein, euch sterben zu sehen. Erspart mir die falschen Tränen. Ich bin bereit, gegen euch zu kämpfen. Ihr habt das Recht, euch zu verteidigen. Ansonsten wäre ich auch enttäuscht von euch. Möge die Macht euch mit offenen Armen empfangen. Tötet ihn. Jawoll. Tja, jetzt kommst du dran. Ihr seid wirklich gnadenlos. Ich verstehe, wieso Sesh euch erwählt hat. Aber jetzt ist es genug. Ah, ihr habt euch vorbereitet. Damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Zu eurem Pech bin ich älter und weiser. Und habe Rituale studiert, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Aha. Ich habe etwas auf Malakor 3 zu erledigen. Bereitet mein Schiff vor und sorgt für eine würdige Einäscherung hier. Ja, mein Lord. Oh, meine Anhänger. Mein Lord, ihr seid wach. Wir müssen schnell hier raus. Wenn Tanatron herausfindet, dass ihr noch lebt, stecken wir in Schwierigkeiten. Soll Tanatron mich doch finden. Ich werde ihn töten. Ich bezweifle, dass ihr im Moment stark genug dafür seid, mein Lord. Kehren wir mit den anderen zum Schiff zurück. Dort können wir überlegen, was zu tun ist. Oh, schade, ich dachte, ich könnte den jetzt töten. Warum gehe ich jetzt immer mit den Händen so komisch voraus? Ja, das ist noch die Animation. Ach so. Und Machtblitz. Gut, ab zum Raumhafen. Ja. Dann wollen wir mal. Ach ja. So, hier lang. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt mit dem richtig kämpfen, aber ne. Aber ich glaube, das gehört ja leider alles zu. Naja, du hast gesehen, wie einfach, wie leicht er dich fertig gemacht hat. Ja, einfach so und weg war ich. Hätte ich noch mehr Geister holen sollen oder was? Wie lautet der Bestimmungsort? Ja, zum Raumhafen bitte. Aber natürlich doch. So. Also muss ich noch stärker werden, um den zu besiegen, denke ich mir mal. Und wenn ich den besiegt habe, Mensch, dann bin ich ja Anführer der Sith. Geil.
Nicht schlecht. So. Zumindest habe ich ja einige Anhänger. Das ist schon mal gut. Vielleicht sollte ich mir ja noch mehr holen. Hm. Zumindest waren sie eben gerade sehr nützlich. So. Ja, also... also ich finde, das Spiel ist ein schönes Spiel. Also einerseits von der Grafik her gefällt es mir sehr. Und auch von den Animationen und der Story. Also ist nicht schlecht. Was man muss dazu, man muss noch dazu sagen, in den beiden Erweiterungen, also die Grafik und die Animation und auch die Geschichte verbessern sich immer weiter. Ja, also nicht schlecht, ne? Was gefällt euch denn so am besten an diesem Spiel? Mir auf jeden Fall eindeutig die Storys. Okay, die Storyline dann, ne? Ja. Ja, mir auch. Cool. So, wo seid ihr? Seid ihr schon hier im Raumhafen oder? Ja, wir stehen vor deinem Hangar. Alles klar, ich komme. So. Da. Sehr schön. Eigentlich war ja Lord Zesh ein Kinderspiel dagegen. Gegen diesen alten Knacker. So, dann wollen wir mal. So. Jum. Ja. So. Hast du die Tür immer noch nicht aufgemacht? Welche Tür? Ich zum Hangar. Ach so, nö. Kann man das irgendwie? Oder? Nein. Nee. Ich wollte auch gerade sagen, die ist doch feststehend. So. Schruff, die Duft. So. Dann wollen wir mal an Bord. Also ich bin so ein bisschen erstaunt. Also, ich hätte jetzt gedacht, so ja, jetzt kommt der große Kampf, ich töte ihn und naja gut, so einfach war es dann doch nicht. So. Jawohl, dann wollen wir mal schauen. Ja. Der Roboter ist geil. So, wo seid ihr beiden jetzt? Oder? Dort, wo du jetzt auch hin musst. Okay. Wo ist denn das? Auf der Brücke? Nee, da ist mein Vieh. Mit dem muss ich auch noch reden, mit meinem Begleiter. Ah, hier. So. Und jetzt muss ich hier drauf drücken, genau. Mein Sith Lord, ihr seid zurück. Aber natürlich. Ich dachte, ihr wärt tot. Das war ja schlimmer, als von einer ganzen Bantaherde niedergetrampelt zu werden. Wir folgten Thanatons Dienern, töteten sie und zogen euch aus einem Graben. Zuerst hattet ihr keinen Puls, doch Karl bemerkte, dass ihr noch warm wart. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das überleben konntet. Das erklärt, warum ich noch lebe. Wo ist Thanaton? Seid ihr wirklich bereit, gegen ihn zu kämpfen? Er hat euch wirklich hart zugesetzt. Dass du überlebt hast, ist wohl das Beachtlichste, was ich je erlebt habe. Ich kann es immer nicht fassen. Anscheinend war Thanatons Ritual zu stark für deinen Schild. Aber er hat das Band zwischen dir und den Toten nicht richtig verstanden. Um dich zu töten, hätte er ihre Geister vertreiben müssen. Du bist gestorben, doch durch ihre Anwesenheit bist du dennoch am Leben geblieben. Das ist großartig, aber was machen wir jetzt? Wir können nicht warten, bis Thanaton zurückkommt und uns tötet.
Ich werde die mächtigsten Toten der Galaxis finden, sie binden und ihre Kraft aufnehmen. Thanaton wird keine Chance haben. Es ist ein Glücksspiel. Niemand von uns weiß, welchen Preis die Aufnahme solcher Kraft in so kurzer Zeit mit sich bringen würde. Der Preis ist mir bewusst, aber ich werde es riskieren. Wir haben auch nicht wirklich eine andere Wahl, oder? Also, wo finden wir noch mehr Geister? Die Jedi auf Haris untersuchen etwas derartiges. Ich habe vor meiner unglücklichen Verwandlung einen Mann dorthin geschickt, um Nachforschungen anzustellen. Ich müsste mir das Ganze noch genauer ansehen, um ganz sicher zu sein, aber ich schlage vor, wir kontaktieren ihn. Einer wird nicht reichen. Wenn ich wieder gegen Thanaton kämpfe, will ich ihn vernichten. Ich wünschte, wir hätten mehr Hinweise, aber im Moment kann ich nicht mehr bieten. Corin und ich werden uns auch umsehen. Und Thanaton beobachten. Wenn er etwas unternimmt, geben wir euch Bescheid. Viel Glück, mein Sith Lord. Naja, auch nicht schlecht. So. Und jetzt, ja. Mal sehen, wo wir jetzt hinfliegen müssen. Wahrscheinlich nach Taris, ne? Ja. Oh, ich kann hier, ich dachte, ich könnte hier noch was machen. Dann fliegen wir eben nach Taris. Aber vorher rede ich nochmal hier mit meinem Gefährten, der wollte mit mir reden. Ihr habt ein ziemlich hübsches Schiff. Zwar keine Sky Princess, aber welches Schiff ist das schon? Ich hatte auch mal so ein Schiff. Keine nennenswerte Panzerung, aber bei dieser Manövrierfähigkeit braucht man auch keine große Verteidigung. Als ich euch kennengelernt habe, hattet ihr offensichtlich kein Schiff. Wurde in Stücke geschossen. Aber als es noch ganz war, war es wirklich ein Erlebnis. Das Beste war, Feigling mit einem doppelt so großen Schiff zu spielen und dann im letzten Moment hochzuziehen. Die Sky Princess war großartig. Aber das konnte sie nicht. Warum habt ihr dann zur Sky Princess gewechselt? So schön so ein kleines Schiff vielleicht ist, man kann einfach nicht genug Ladung mitnehmen. Und man verbraucht zu viel Treibstoff beim Hyperraumsprung. Piraten müssen ihren Lebensunterhalt verdienen und fliehen können, wenn der Druck zu groß wird. Aber dieses Schiff hier hat das Beste von beiden. Fliegt wie ein Traum und verschwindet blitzschnell. Habt ihr wirklich gedacht, dass ein Sith etwas Schlechteres fliegen würde? Mir scheint, es gibt zwei Arten von Leuten. Die Sith und alle anderen. Ja, gut. Super. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt müssen wir nach... Taris, genau. Der Padawan. Raumschlachten. Yavin Taris. Da fliegen wir jetzt mal hin. Dann schauen wir mal, was wir alles noch so auf Taris machen können. Jawoll. So. Sesh, haben eure Forschungen irgendwelche weiteren Informationen über diesen tarisianischen Geist geliefert? Die alte Dame ist selten da, wenn wir sie brauchen. Es tut mir leid, aber ich muss mit ihr sprechen. Wenn er mich nicht mit ihr sprechen lässt, muss ich sie wohl mit Gewalt herauslocken. Danke. Das war genau der Impuls, den ich brauchte. Du hast ja keine Ahnung, wie beunruhigend es ist, in den hintersten Winkel seines eigenen Bewusstseins gedrängt zu werden. Aber du hast mich sicher nicht gerufen, weil du meine Gesellschaft verlässt hast. Was ist dein Begehr? Ihr sagtet, ihr wüsstet etwas über einen Geist auf Taris. Ah, ja.
ich konnte ein paar zusätzliche Informationen finden, ehe ich die Orientierung verlor. Anscheinend war der Geist, hinter dem du her bist, einst ein Sith aus Darth Malaks Invasionstruppe, die TARDIS vor ein paar hundert Jahren zerstört hat. Der Geist war einer der Sith, die während des letzten Bombardements aus dem einen oder anderen Grund hier zum Sterben zurückgelassen wurden. Wir sind manchmal alle kriegslüstern. Sterben Sith eigentlich jemals einen natürlichen Tod? Die meisten Sith werden nicht einmal 50. Elios Mallis im imperialen Stützpunkt kann dir mehr erzählen. Wenn er seine Manieren vergisst, erinnere ihn daran, dass du meinen Platz eingenommen hast. Aber natürlich. Gerne doch. So. Ja, dann mal zur Tür raus und dann wollen wir mal den Leutchen da unten einen kleinen Besuch abstatten. Jawohl. TARDIS. Sehr schön. Ja, und Ich denke mal, dass ich mich gleich auch verabschiede. Naja, kein Ding. Wir machen gleich hier. TARDIS, sehr schön. Ja, und dort werden wir auch dann demnächst dann weitermachen auf TARDIS. Bin ich mal gespannt, was mich da so alles erwartet, auf jeden Fall. So. Ja. Nanu, warum hast du nur noch so wenig Leben? Hast ja weniger Leben jetzt gerade bekommen. So. Hab trotzdem immer noch mehr als du. Aha, okay. Nicht schlecht. So. Hier vor dem schönen Holo-Abbild? Ja, können wir machen. So, ja, hier sehen wir den Planeten TARDIS, genau. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch an dieser Stelle gefallen. Ja, wir haben jetzt die Mission auch soweit erstmal abgeschlossen. Wir sind jetzt hier auf TARDIS. Ich muss weitere Geister in mich aufnehmen. Mal schauen, was mich so alles erwartet. Und da muss ich ja diesen Thanaton da auch besiegen. Aber wie es da weitergeht, das seht ihr dann in den nächsten Folgen auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr auch immer wieder mit dabei sein. Ne? Ich hoffe, euch hat es jetzt an dieser Stelle gefallen und lasst vielleicht einen Daumen da. Darüber würde ich mich sehr freuen an dieser Stelle und vielleicht auch noch ein Abo auf meinem Kanal. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.